Das unter Denkmalschutz stehende Haus am Theaterwall 24a wird saniert. Das kündigte Lambert Lockmann, Chef der gleichnamigen Bau- und Immobiliengesellschaft, in einem Gespräch mit der NWZ an. Und nicht nur das, Lockmann hat eigenen Angaben zufolge weitere Immobilien gekauft. Als rechtmäßiger Besitzer sei er aber noch nicht in das Grundbuch eingetragen. Der Kaufvertrag sei im Januar bei einem Notar geschlossen worden. In enger Absprache mit der Stadt und dem Denkmalschutz werde er das Sanierungsgebiet Burgstraße neu planen, eine Tiefgarage bauen und Wohnraum sowie Platz für Gewerbe schaffen. Detaillierte Pläne würden zurzeit erarbeitet. Lockmann möchte lieber heute als morgen mit der Sanierung des Hauses am Theaterwall 24a beginnen und mit einem Bauzaun verhindern, dass das Haus weiter als alternatives Kulturzentrum genutzt werde. Das Haus war im Mai des Jahres 2011 besetzt worden.